Ich sag Hallo aus einem ganz anderen Setting, wenn man so will. Ihr hört gerade im Hintergrund meine Hasen Isa. Die hat eigentlich Hunger und will, dass ich ihr was zum Futtern gebe. Aber jetzt musst du noch kurz warten. Sekunde. Ich sitze hier gerade auf dem Boden und das ist extrem ungemütlich. Ist vor allem mein gefühlter 100. Versuch, dieses Video aufzunehmen und deswegen dieses Mal hoffe ich, dass es klappt, weil wenn nicht, dann mache ich jetzt eine Pause und versuche es erst wieder, wenn ich aufstehe. Und zwar, wenn ich dann aufstehe. Wir haben jetzt genau 7.45 Uhr. Das ist mein iPod. Alles, was mir wichtig ist, alles, was irgendwie, naja, entscheidend für mich ist, habe ich auf diesem Ding drauf gespeichert. So wie eine externe Festplatte für meinen Kopf. So Infos, die ich mir dann doch nicht merken kann, weil sie mir dann doch irrelevant wirken, so wie, naja, Geburtstage von Leuten, die ich kenne. Entschuldigt Leute, ich habe es halt nicht so mit den Zahlen. Die sind da drauf gespeichert oder Artikel von Sachen, die mich interessieren. Zum Beispiel zurzeit sind da 1000 Artikel zum neuen iPad drauf. Oder Fotos von meiner Familie und allen, die mir wichtig sind. Oder, ja, also ich weiß, das ist, Sekunde, ich weiß, das ist voll unhöflich. Ich erzähle euch trotzdem weiter, ich schaue euch jetzt nur nicht in die, wenn man so will, in die Augen, weil ich euch dann doch gerne was zeigen würde. Vielleicht, ja, von meinem. Ich träume, seitdem ich denken kann, oh Gott, ich hätte so gerne so ein Bad. Ja, so. So mit Fenster und so. Das finde ich schick. Und da habe ich auch so Träume drauf. Dinge, die ich schön finde, die ich gerne mal irgendwann haben möchte. Ja, also, heute diese Woche mal was Besonderes. Wie gesagt, das ist mein Zimmer. Ich bin aufgeregt, aber ich hoffe, ihr habt dieses Badum nicht gehört, aber wenn doch, wir wohnen in einem Haus mit vielen Mietern und da kann es passieren, dass da plötzlich Geräusche kommen, wo du gar nicht eingeplant hast. Falls ihr Raschelgeräusche hört, das wäre dann Issy, und falls ihr ein angepisstes hört, das wäre dann meine Mutter, die dann doch noch geweckt wurde von meinem morgendlichen Video aufnehmen. Im Vorhinein, sorry Mom. Und im Nachhinein, gut, dass du es nicht mitbekommen hast. Der Bär da oben ist Milo. Das ist mein absoluter Lieblingsbär. Den habe ich seit, glaube ich, ein paar Jahren. Und das da ist Chisabelle. Die habe ich schon länger. Und die heißt nach einer Orange, die ich nicht wegwerfen wollte. Weil ich als Kind hatte ich diesen Trick, wenn ich Sachen nicht wegwerfen wollte, hat mir meine Oma mal gesagt, oder auch meine Mom, ich weiß es jetzt nicht mehr, allen denen, denen du einen Namen gibst, mit denen baust du eine Beziehung auf. Also habe ich allen Objekten, die ich noch so dämlich fand, immer erstmal einen Namen gegeben. Da war ich recht kreativ, nur die richtig guten wie, naja, ja, Alex oder so, die sind mir nach 3 Wochen ausgegangen. Gut, jetzt habe ich hier fast 4 Minuten irgendwie Vorgeplänkel gehabt, also erzähle ich euch, warum ich euch, ja, was ich euch diese Woche erzählen möchte. Wie gehe ich mit Veränderungen um? Klingt komisch, ist aber wahr, ich habe da eine recht gute Technik inzwischen. Was jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel dafür ist, wie ich mit Veränderungen umgehe, ist, wenn ihr die Bilder im Hintergrund seht, die hängen da seit ungefähr 10 Jahren. Die habe ich nicht abgehängt, obwohl sie nicht mehr aktuell sind. Ich hänge nie was ab. In meinem Zimmer ist seit, ja, doch schon mindestens 6 Jahren Stillstand. Hier verändert sich so gut wie gar nichts. Die letzte größere Veränderung war, dass ich an meinen Spiegel Zettel geklebt habe mit Zielen. Ja, die hängen immer noch alle. Das sind so Ziele, die ich gerne immer, wenn eins erfüllt ist, Zettel weg und, naja, also einer ist weg.
Ja. Sonst hat sich hier nichts verändert. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, also, ich hasse es, wenn es in der Nase kribbelt, aber nicht so. Tut mir leid. Entschuldigung. Ja. Also. Veränderungen. Wie gehe ich damit um? Bei Textilien, Kleidern und so, muss ich sagen, ich bin kein Mensch, der gerne in Läden geht. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die es toll finden, durch die Stadt zu bummeln und sich dort was Tolles auszusuchen, sondern ich bin eher der Katalog-Einkäufer oder auch Zalando. Ich sehe was im Katalog, dann schaue ich, welche Stoffart es ist und je nachdem, wie es mir gefällt, bestelle ich es oder nicht. Und dann schlüpft man ja rein und ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Oh Gott. So voll das Winterklischee. Dabei bin ich voll der Wintermensch. Schräg. Ach übrigens, die Decke ist von Janosch. Ich habe sie von meiner Lieblingstante. Ich liebe diese Decke. Die benutze ich, seitdem ich sie bekommen habe, ohne Pause. Naja, bis auch wenn Mama mich dann dazu zwingt, das muss ich dazu zwingen, in die Wäsche zu werfen. Also in die Wäsche zu tun. Was auch so eine Sache ist, ich verändere nicht mal sowas. Ob Sommer, ob Winter, ich habe stets meine Janosch-Decke drauf. Ich kann noch so schwitzen. Das Letzte, was ich wegtun würde, wäre meine Decke. Ja. Auch so ein Gesundheitsschatz. Meine Nase hat auch niesen müssen. Ja, ich trage dieses T-Shirt, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Es ist zu meinem Glück wirklich mitgewachsen. Und, und ja, neue Sachen kaufe ich mir immer im Katalog. Was dann aber nicht unbedingt heißt, dass ich sie dann auch oft trage. Ich habe viele Klamotten in meinem Schrank. Also, ich muss jetzt peinlich berührt zugeben. Ich habe so eine Kiste, also die ist jetzt natürlich größer, aber eben eine sehr große Kiste, voll mit Klamotten, die für den Winter sind. Und tragen tue ich dann auf den Winter gesehen vermutlich maximal 6 verschiedene Kleidungsstücke. Weil dadurch, dass ich ein sehr schlechtes Körpergefühl habe, trage ich im Sommer und im Winter immer die gleichen Klamotten. Ich würde auch im Minirock durch den Schnee stiefeln. Wenn mich Mama nicht dazu zwingen würde, würde ich auch keine Strumpfhose drunter tragen. Ist mir dann völlig egal. Aber sie zwingt mich halt dazu. Und so trage ich dann halt eine Strumpfhose. Ich bin nicht so der Strumpfhosen-Fan, aber es gibt schon so Strumpfhosen, die habe ich seit Jahren. Die sind auch schon abgebraucht. Und ja. Am liebsten mag ich Secondhand-Kleider. Ich kaufe mir manchmal von Anfang an Secondhand-Kleider, weil die einfach schon getragen sind. Und ich dann auch dieses Anfassen, ob es gut für mich ist, habe. Aber die meisten Sachen, die ich mir neu zulege, stehen erstmal mindestens ein paar Wochen rum. Und zwar sinnfrei. Vor kurzem ist so ein gutes Beispiel. Habe ich mir einen wunderschönen windgrünen Sessel zugelegt. Der ist so super und ich freue mich. Nur den hat dann meine Mutter vor ungefähr, glaube 2 Wochen abgeholt. Und dann ist er erstmal eine Woche bei uns im Hausgang gestanden. Und dann am Montag habe ich ihn dann endlich ins Wohnzimmer getragen. Und ich hoffe sehr, dass ich ihn dann vom Wohnzimmer bald in mein Zimmer bringe. Bin aber auch nicht böse, wenn es noch mindestens ein paar Wochen geht. Aber der steht halt schlecht im Weg. Aber das ist so mein typisches Verhalten. Auch so ein Beispiel, ich wollte unbedingt eine PlayStation 4. Oh Gott, ich hätte meine Eltern verkauft für die. Entschuldigt Mom, entschuldigt Dad, es tut mir leid. Aber das war halt damals so. Und dann, vor allem wollte ich nicht erst, ich weiß noch bis heute, das ist so eine ganz doofe Nummer gewesen,
Ich erfahre von der PlayStation ungefähr einen Tag vor Release. Davor wusste ich nicht, dass da eine neue kommt. Und dann dachte ich mir so, oh, also gehe ich fix auf Amazon und will mir eine bestellen. Ausverkauft. Ich rufe bei unserem Fachhändler, also bei Mediamarkt, Onyx, bei uns in der dann bei Müller, überall habe ich angerufen. Müller ist eine Drogerie, aber bei uns gibt es die auch mit Multimedia. Ja, aber überall habe ich angerufen und habe gefragt, ob sie eine PlayStation 4 haben und überall hieß es halt, nope. Also habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich gucke weiter im Internet und habe alles durchgewühlt, habe gewühlt und gewühlt und habe dann immer noch keine gefunden. Und dann nach ein paar, also ungefähr... Ich wollte noch unbedingt einen in diesem Jahr, weil ich muss sagen, in dem Jahr war es richtig schlimm mit mir. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber auf jeden Fall dieses Jahr war beschissen. Von totem Hasen zu kranken Eltern, die hat da ständig Erkältung oder sowas. So, ich hatte auch ständig Fieber, Erkältung oder irgendwelche Sachen zu Launenhaftigkeit. Getoppt dann noch von irgendwas mit den Zähnen. Mir wurden dann die Weisheitszähne gezogen. Und dann wollte ich einfach um jeden Preis nur eine Sache, dass ich sagen kann, das Jahr ist nicht nur beschissen gewesen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das mit der PlayStation und dann ist gut. Nur die war dann richtig schwer zu bekommen. Und dann nach 3-4 Wochen, ich weiß nicht mehr, kurz vor Weihnachten kam dann der große Anruf. Ja, du von einem Bekannten, ich habe noch eine gefunden. Wenn du die möchtest, dann greif jetzt zu. Ist super. Ist vorinstalliert, alles super, prima. Kannst sofort loslegen. Also war meine Reaktion, meine Mutter hat mich dann gerufen, hat mir das alles erzählt und dann habe ich mich auch schnell entschieden, die zu nehmen. Und dann hatte ich sie, habe mir auch direkt ein Spiel dazu gekauft. Und dann, das ist jetzt kein Witz, im April des nächsten Jahres habe ich das erste Mal für 5 Minuten das Ding angeworfen. Ich habe die also mindestens, 3-4 Monate rumstehen lassen. Einfach nur so. Dann habe ich nochmal mindestens eine ganze Weile bis Oktober oder so des Jahres gebraucht. Und dann habe ich ein Spiel gefunden und das habe ich dann unfassbar... Ich war süchtig danach. Ich habe wirklich alles drumherum vergessen und habe dann einfach wochenlang nur gespielt. Das war dann auch super. Und dann ist eben irgendwann eine Pokémon-Edition rausgekommen und dann habe ich mir die eben zu Weihnachten gewünscht und dann habe ich gedacht, ja, oh cool, jetzt spielst du Pokémon. Aber dann hieß es, dass die nicht für den Gameboy da ist, den ich hatte, und also habe ich mir auch noch einen Gameboy gewünscht. Und um es vorwegzunehmen, der Gameboy liegt immer noch im Schrank, weil der war so neu und so glänzend und so toll, dass ich den nicht benutzen konnte, weil ich dann dachte, oh, ich nehme mir einen ganzen tollen Effekt, wenn ich das jetzt benutze. Und so habe ich mir dann einen Gebrauchten zugelegt und den habe ich dann auch sofort benutzt. Das war alles toll und ich bin total happy damit. Aber was ich sagen will ist, wenn Dinge zu neu sind bei mir, dann kann ich sie aus meinem unerfindlichen Grund einfach nicht sofort benutzen, sondern auch ewig lang. Und wenn sie dann älter sind, dann finde ich es toll und freue mich und spiele auch gerne damit. Oder wenn es gebraucht ist. Bei DVDs und CDs, da möchte ich immer, da brauche ich es neu. Da habe ich ein Spleen. Ich kann keine gebrauchte DVD kaufen. Ja. Bei den Kleidern, wie gesagt,
die bestelle ich viel, nehme auch Secondhand und benutze dann auch meistens sehr wenig. Also wenn ich ganz ehrlich bin, mein Kleiderschrank ist bis zum Zerbersten voll. Aber ich sage es, ich bin stolz, ich bin keins dieser Mädchen, das zu viele Schuhe hat. Ich glaube, meine Schuhe kommen auf, ich komme maximal auf 20 Stück. Wobei das natürlich Sommer- und Winterschuhe und Übergangsschuhe zusammengerechnet ist. Aber ich musste diese roten Pumps haben. Die waren so toll. Und ich liebe doch das Märchen vom Zauberer von Oz. Und die waren rot und Lackschuhe. Und jeder wünscht sich doch, dass er Dorothy bestimmt mal die Füße zusammenschlägt und nur dreimal sagt, nirgends war so schön, als sie zu Hause sind, dann wieder zu Hause landet. Ja, die zweite Frage, die mir gestellt wurde, war dann noch die, ob mir zu Hause nicht langweilig sei. Nein. Nein und ja. Einerseits ist mir zu Hause natürlich Oz langweilig, weil hier geht ja wirklich gar nichts. Also hier steppt kein Bär. Als meine Mutter den Spruch das erste Mal zu mir gesagt hat, habe ich voll Schiss bekommen, dass da jetzt gleich ein Bär um die Ecke kommt. Ich habe es zu wortwörtlich genommen. Ich bin auch so jemand, ich sage viele Dinge und meine sie wortwörtlich. Nun gut. Ja, also mir ist oft langweilig, aber mir ist auch einfach vom Grundprinzip her, von meinem Wesen her sehr oft langweilig. Also ich kann aufstehen und als blödes Beispiel, aber in meinem Haus kann eine fette Party laufen und ich kann mich trotzdem langweilen, einfach weil es mir aus mir raus langweilig ist, weil es für mich gerade nichts Besonderes ist. Aber was mich viel von Langweilen abhält, ist, mich intellektuell weiterzubilden. Ich lese Bücher, auch wenn ich oft das Motto habe, ich warte auf den Film. Ich gucke mir Dokumentationen an. Wenn mir einer eine gute weiß, gerne in die Kommentare schreiben, freue ich mich. Oder auch einen Link. Ich interessiere mich für alles, was mit Geschichte zu tun hat. Oder ja, Elektronik. Ja, irgendwie so das Zeug. Ich mache übrigens auch mal ein Video über Dinge, die ich toll finde, die ich mag und Dinge, die ich nicht so mag. Mache ich aber getrennte Videos. Und ein Video über Serien, die ich liebe und ja, Serien, die ich nicht verstehe. Ja, ich gucke viel Serien. Ich hänge praktisch 90% meines Tages an diesem ollen iPod. Die meisten Leute sagen schon, also meine Mutter hat mir mal gesagt, ich glaube, ich bin mit dem zusammengewachsen. Und ich hatte einmal mein iPod zu Hause vergessen, da hat sich Babette riesig gewundert. Das sollte heißen, so oft nehme ich den mit. Ja, das war's. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich sag jetzt noch wie üblich, wenn ihr mir ein Abo da lassen wollt, ist es cool. Schreibt mir Fragen in die Kommentare, ich beantworte alles. Mich gibt's auch auf Facebook mit Ella Bella Flor. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen. Und meine E-Mail ist immer noch bell.riedmeier@outlook.com. Da könnt ihr mir auch Fragen zusenden. Entschuldigt, früh am Morgen, spät am Abend. Naja, kommt drauf an, wie man sieht. Ja, also dann bis zum nächsten Video und tschüss.